Kapitel 6 Sternenhimmel. Die nächsten Stunden waren also gefüllt mit dem Zusammenschustern eines irgendwie schwimmfähigen Holzgestells. Wirklich am Bau diesen beteiligen konnten sich allerdings nur wenige. Denn einem größeren Teil der Gruppe fehlte es an Erfahrung, dem notwendigen Körperbau oder beidem gleichzeitig. Asche sah es, obwohl er zur Kategorie Beides gehörte, dennoch als seine Pflicht an, zumindest Beihilfe zu versuchen. Übrig blieben Soll und Funkenherz, die gemeinsam am Wasser standen, ein wenig Distanz zueinander, da Funkenherz einige Schritte ins Wasser getan hatte, wozu sich ihr Partner nicht überwinden konnte. Sag mal, wie kommt's eigentlich, dass du dich nicht in der Lage fühlst, mitzuhelfen? Nicht, dass ich von deiner Spezies allgemein den Schiffbau erwarten würde, aber... Naja, als wir uns kennengelernt haben, warst du da nicht gerade dabei, eine Schiffscrew zu leiten? Ja, genau das war ich. Wenn ich mich mit dem Aufbau auskennen würde, dann hätte ich ja keine Crew gebraucht. Ich habe das Schiff nicht gebaut, es ist älter als ich selber. Und repariert habe ich es auch nie. Meine Aufgabe war ja nicht, das Schiff auf dem Wasser zu halten, sondern die Crew unter Kontrolle. Hätte ja trotzdem sein können, dass du irgendwann mal was aufgeschnappt hast. Dafür hätte ich mich erstmal zum Zuschauen bei Reparaturen motivieren müssen. Außerdem, ich glaube, die drei kriegen das schon hin. Oder, naja, die zwei unter Asches Beobachtung. Es ist mir sehr recht, hier noch ein wenig ruhige Zeit verbringen zu können. Noch einmal mehr jetzt, wo ich dich hier habe. Dieser Strand ist einer der Orte, die mir wirklich fehlen werden. Wenn die Stunde geschlagen hat, wie sollte es auch anders sein? Ich meine, sieh dich einmal um. Man kann so weit sehen, selbst jetzt in der Nacht. Und das hier ist noch gar nichts gegenüber den Sonnenuntergängen. Als Kind war ich hier so oft und ich weiß, dass auch meine Eltern mit dem Strand vieles verbinden. Nun blickte auch Sol hinaus, als er die Worte seiner Freundin selbst bestätigen wollte. Und recht hatte sie. Sterne, soweit das Auge reichte. Inmitten dieser der Mond. All dies spiegelte sich in den Weiten des Wassers. Es gab nichts, was die Sicht versperrte. Die paar Palmen des Ortes verliehen auch noch einmal eine andere Ausstrahlung. Oder inzwischen die eine Palme. Im Falle eines Unwetters bat die kleine Grotte, das, was Darkrai schon als Strandhöhle vorgestellt hatte, Schutz. Es gab nicht viel zu tun an diesem Ort, gerade als ein wasserscheues Wesen, aber das musste auch nicht sein. Der Strand war ein Ort der Rast und der Ruhe. Ein Ort, welcher weniger durch das Was bestimmt wurde, als das Mit Wem. Und doch fiel es dem Fukano schwer, gerade wahrlich Schönheit in der Landschaft zu erblicken. Die Sterne, einst ein wunderschönes Element der kühlen Nächte, stachen Soll inzwischen ins Auge wie Dornen. Es war nicht ihre eigene Schuld, das wusste auch der Krieger des Forstes. Doch wie? Wie sollte er mit diesen Himmelslichtern nicht Schlimmstes verbinden? Ich glaube dir das gerne. Mir fällt es nur schwer, in der Nacht noch etwas Schönes zu entdecken. Als Folge dieser Worte drehte Funkenherz ihr Gesicht vom Ozean weg und trat aus dem kühlen Nass heraus. Ich verstehe, weshalb du dich so fühlst, aber lass dir nicht die Schönheit der Natur davon verderben, dass ein Omegon sich mit ihnen identifiziert. Die Sterne sind nicht schuld an all dem. Ich verstehe, dass du so über die Pokémon dieser Welt denken würdest. Und bei ihnen stimme ich dir auch zu, aber die Sterne, sie sind Omegons Element. Sie selber geben ihm die Kraft für das, worunter all unsere Weltenbäume leiden. Sie selber unterstützen den möglichen Tod allen Lebens. In einer Weise hast du recht, aber auch nicht. Sie heißen nicht gut, dass Omegon tötet, aber sie widersprechen auch nicht. Das Sternlicht ist ein Element. Elemente sind neutrale Einheiten. Neutrale Einheiten mit eigener Perspektive.
Das Sternlicht sieht kein Gut und kein Böse. Es sieht nur ehrlich und unehrlich. Und Omegon ist ehrlich. Mehr brauchen die Sterne nicht. Jedes Element könnte tödlich sein, wenn es von falschen Krallen geführt wird. Die Sterne sind nur ein Element, das alle Welten dieses Baumes durchzieht. Und ihre Pokémon. Und deswegen, wenn du die Sterne hast, dann würdest du genauso auch mich hassen. Nein, das stimmt nicht. Ich liebe dich und das weißt du, es ist... Ich verstehe dich, Sol. Glaub mir, ich nehme dir deine Zweifel nicht übel. Mir ging es nur darum, dir die Lage klar zu machen. Nichts und niemand ist schuld an alledem. Nichts und niemand außer Omegon. Inzwischen hatte sich das Luxio dicht neben Sol gesetzt. Ich weiß. Ich sorge mich doch nur. Vor allem... Wir haben gerade einen seltenen Moment der Ruhe und Schönheit und ich bin froh, das mit dir erleben zu können, aber wir haben uns ja auch gleichzeitig erst vor so kurzer Zeit gefunden. Es gibt so vieles, was ich noch mit dir sehen und unternehmen möchte. So viele Nachthimmel zu bestaunen. Aber für dieses Recht müssen wir kämpfen. Kämpfen und selbst im Sieg müssen wir beten. Am Ende des Tages sind wir nun einmal auch nur Pokémon. Wir tun, was wir können. Und wenn es nicht reicht, dann haben wir es zumindest versucht. In seinem Inneren spürte Sol etwas aufbrennen, als er diese Worte hörte. Nein, so etwas werde ich gar nicht erst denken. So etwas darf ich nicht denken. Wir werden gewinnen. Ich lasse nicht zu, dass etwas oder jemand die Zukunft stiehlt, die wir haben könnten. Und wenn ich dafür alleine einen Günther stürzen müsste, ich bin ein Krieger unter dem Sonnenkönig selber. Ich schwöre dir, wir werden gemeinsam das Ende sehen. Ich hoffe es wirklich. Aber am wichtigsten ist, was das Ende wird. Hey, wir zwei, seid ihr bereit? Wir sind aufbruchsbereit. Ja, auch. Hinter den beiden Pokémon schob Asche bereits ein Gestell aus Holz an die Küste. Daka und Latira schwebten nebendran. Also, bequem wird es eher nicht sein, aber insofern wir nicht in unerwartet schwere Stürme geraten, dürfte es für diesen Trip und wenn notwendig für einen Rückweg reichen. Und der einzige Weg, das zu bestätigen, ist der Aufbruch. Also, mit einem letzten Stoß rutschte das Boot ins Wasser. Ab geht's. Das hier ist das verborgene Land. Ich habe es so anders in Erinnerung. Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber es war nicht das hier. Vor den Pokémon erstreckte sich eine Weite, welche scheinbar im Nichts schwebte. Dass es nicht wirklich nichts war, wussten logischerweise alle Beteiligten. Denn durch nichts hätten sie gerade nicht mit dem Boot tuckern können. Nun erblickten sie fliegende Felsen, weite Wiesen und in der Ferne einen mächtigen Turm im Himmel. Das verborgene Land. Und der Rest von uns konnte sich gar nichts vorstellen. Also ausgenommen Darkrai. Wir sitzen also beinahe im selben Boot. Deswegen dürfte auch klar sein, welche den Weg zeigt. Generell kann ich das natürlich tun. Die Frage ist nur, wohin? Wo wollen wir suchen? Ich würde sagen, wir machen es simpel. Folgen wir dem direkten Weg zu diesem Dialga. Finden wir auf dem Weg Spuren von Funkenherz oder gar von Omegons Herz. Umso besser. Wenn nicht, dann holen wir uns die Information. Es macht wenig Sinn, ewig Zeit zu verschwenden, wenn wir uns nicht einmal sicher sind, ob wir fündig werden. Einmal direkt zu Dialga also. Wie Darkrai wusste, hieß dies, auf zum Zeitturm. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf dem Weg bereits etwas finden würden, war vorhanden. Gerade so. Wobei Darkrai immer noch das Versteck im verborgenen Land im Verdacht hatte.
Als vermeintlich bestes Versteck wäre es ein Ort, den ein Omegon suchen würde, oder? So begann also eine Reise durch ewige, doch leere Welten. Auch das verborgene Land hatte seinen Status als Dungeon bereits lange verloren. Pokémon lebten hier kaum bis gar nicht. Ausnahme war natürlich der Wächter der Zeit, Dialga, der sich natürlich am fernsten Ort des gesamten Landes befand. Es war ein Trip, den Dialga schon zuvor bestritten hatte. Nur, dass er in der Lage gewesen war, Pfade zu nehmen, die grundgebundenen Wesen nicht zur Verfügung standen. Dadurch blieb es auch für einen Boten der Götter nicht aus, manchmal nicht den richtigen Weg einzuschlagen. Er hatte diese Pfade noch nie bestreiten müssen, mehr als schätzen und hoffen konnte er nicht. Und halbwegs funktionierte es auch. Abgesehen eben von manchen Sackgassen oder falschen Abbiegungen, welche wieder korrigiert werden mussten. Dem Rest der Gruppe fielen diese selbstverständlich auf, was nicht hieß, dass sie Kommentare abließen. Es war nicht so, als wäre jemand von ihnen in der Lage, auch nur einen halb so guten Job zu machen. Und über kurz oder lang fand sich auch der Pfad zum Regenbogensteinschiff, das mystische Artefakt, welches den Weg zum Zeitturm darstellte. Für alle, die nicht selber fliegen konnten. Es war schon viele, viele Jahre her, dass Lord Ecke damals sein Reliktfragment in die einstige Einhüllung eingesetzt hatte. Es war damals die erste Reise des Team Runde Ecken gewesen. Noch vor dem ersten wahren Aufeinandertreffen des Duos mit Darkrai. Seitdem war viel geschehen. Nach seiner damaligen Niederlage war Darkrai sich nicht sicher gewesen, ob er je wieder an diesem Ort sein würde. Nun war er es, mit einem seiner größten Feinde, mit Lord Ecke, sogar an seiner Seite. Nun, zumindest mit einem Pokémon, welches scheinbar mit dem Vulpix verbunden war. Asche war anders, sehr anders. Von den Dingen, die dem Schatten erzählt wurden, bestanden die Gespräche zwischen dem Vulnona und seiner inneren Stimme meist aus Streit und Unzufriedenheit. Darkrai konnte sich das gut vorstellen. Die echte Gemeinsamkeit der beiden Feuertypen war ihre Eigensinnigkeit, ihre Sturheit. Und wenn zwei Sturköpfe mit verschiedenen Ideen aufeinander trafen, war das wahrscheinlichste Resultat verbleibende Uneinigkeit nach einigen rauen Worten. Nun würde ein weiterer Schritt der Reise durch dieses uralte Relikt der ersten Reise getan werden. War es ein letzter? Der Bote der Weltengeister konnte nur mit Unsicherheit antworten. Je mehr Zeit er im verborgenen Land verbrachte, desto eher vermutete er nicht mehr hier fündig zu werden. In der ursprünglichen Erschaffung war es wohl tatsächlich die Stabilität von Zeit und vielleicht eine Ablenkung vom echten Herzen, die Grund dieser Erschaffung waren. Aber noch gab es Dialga, wobei auch hier die Unsicherheit die Überhand hielt. Er würde kaum reden. Und wenn er sich im Kampf nicht ergeben würde und keine Flucht erlaubte, wenn Dialga starb, würde sich etwas ändern? Eigentlich sollte es auf kurze Dauer ohne Bedeutung bleiben. Auf lange Dauer könnte der Zeitturm Wartung brauchen, die auch andere geben könnten. Kurzfristig sollte diese Welt ohnehin nicht mehr existieren. Die Zeit selber hing an den Zahnrädern, Dialga war nur ihr Wächter. Und die Zeit nun zu zerstören, würde wohl auch nichts mehr ändern. Es wäre nichts als eine sinnlose Qual für die Bewohner dieser Welt. Je nachdem, wie fortgeschritten Omegons Pläne des Imperiums waren, würde er nicht einmal versuchen müssen einzugreifen. Nein, das Herz musste es sein. Und dieses konnten sie hoffentlich bald finden. Bald. Und der erste Schritt stand an, welcher hoffentlich nötiges Wissen mit sich brachte. Denn im Verlaufe noch weiterer Stunden blieb auch der Zeitturm hinter dem Team. Pokémon hatte es schon im Hauptland nicht mehr gegeben. Bewohner des Turmes allerdings auch nicht mehr.
Früher gab es hier so viele Wächter, aber nein. Es war wie leergeräumt. Irgendwo war es überraschend. Natürlich waren sonst alle Pokémon in Städte evakuiert worden, aber hier? So, dass der Zeitturm fast keine Wache mehr hielt? Eigenartig. Aber vorteilhaft. So ging der Aufstieg schneller. Und Asche trat wieder an die Spitze der Gruppe, als sie die Kuppel erreichten. Bereits beim Aufstieg erblickte er ein Pokémon. Riesig. Dunkelblau mit grauen Akzenten. Vierbeinig. Der Blick war weg von der Gruppe gerichtet auf einen großen Altar. Wer sonst und wo auch sonst als Dialga hier an der Spitze des Zeitturmes. Das Pokémon war ein Feind, egal wie man es wendete. Ein Feind, der sich hoffentlich seiner eigenen Unterlegenheit im Klaren war. Ansonsten würde er sie erleben müssen. Dialga, du wirst erwartet. Wir bitten Audienz. Wir verlangen sie. Also sprich. Sprich oder lebe mit den Konsequenzen. Ein Ausdruck gewisser Überraschung zeigte sich, als der Wächter sich drehte. Ihr seid wahrlich Assassinen. Unfassbar. Ich habe gezweifelt, weil es sich mir nicht erschloss. Aber ihr seid wirklich hier. Gezweifelt? Erschloss? Aber... Ein lauter Knall. Die Treppe hinter den Pokémon wurde versperrt. Von einem zweiten Wesen. Einem zweiten Gott. Palkia.